Herzlich willkommen, meine Lieben, zur heutigen Podcast-Folge mit dem Thema Erziehung früher, Erziehung heute. Früher ist natürlich ein viel zu breiter Begriff. Und ihr fragt euch jetzt, was meint sie denn mit früher? Und um diesen einzugrenzen, geht es in der heutigen Podcast-Folge ganz bewusst um die Erziehung in den 50ern und den 60er Jahren. Und ganz besonders freue ich mich heute, eine ganz berühmte, ganz inspirierende und starke Frau als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, die genau in dieser Zeit aufgewachsen ist. Und sie ist Moderatorin, inzwischen Bestseller-Autorin. Und ich liebe ihre Bücher, ihre Stimme und ihre herzliche und sehr wohlwollende Art. Und viele von euch kennen sie bestimmt auch noch aus dem damaligen Gesellschaftsmagazin Leute heute oder aus der Tagesshow bei ZDF Alles wird gut aus dem Fernsehen. Meine liebe Nina Ruge, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir uns wirklich über dieses so spannende Thema gemeinsam austauschen. Martina, danke, dass ich dabei sein kann. Und mich hat das auch wirklich nochmal sehr auf eine Lebensreise geführt, was wir jetzt besprechen wollen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Liebe Nina, möchtest du dich dann gerne noch selbst ein bisschen vorstellen? Ich habe gerade schon ein paar Worte gesagt, nur bestimmt habe ich ganz viele Punkte vergessen. Das wird mich sehr, sehr freuen. Ich gehe davon aus, die meisten kennen dich, nur es ist sicher für viele nochmal spannend. Na, es gibt, wenn man 65 ist, gibt es natürlich wahnsinnig viel zu sagen. Und was dich und deinen Podcast angeht, der ist ja ein Seelenpodcast und ein Persönlichkeitspodcast. Deshalb werde ich nur ein paar Punkte aus meiner Seelenreise beschreiben. Ich denke, ich gehöre zu der ersten Generation von Frauen, die in einer Zeit aufgewachsen sind, in der sie die Freiheit hatten, alles zu tun, was sie wollten. Also sich zu entwickeln. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und deshalb hat meine Biografie auch so ein paar Schlenker und auch starke Kurven. Bin in München geboren und aufgewachsen, mit meinen Eltern nach Braunschweig in Niedersachsen umgezogen, da dann zum Gymnasium gegangen, habe da Abitur gemacht, wollte dann eigentlich nach Berlin und wurde ziemlich ausgeflippt. Meine Eltern wollten das auf keinen Fall. Dann blieb ich als Kompromiss in Braunschweig, zog aber in eine Wohngemeinschaft mit meinem Freund. Da war ich 17 Jahre alt und habe Biologie und Deutsch studiert, wusste eigentlich noch nicht so richtig, was ich machen will. Wollte nicht unbedingt Studienrätin werden, studierte aber für höheres Lehramt, hatte dann irgendwie keine tolle Idee, was ich denn dann mit dem Studium machen könnte, hatte die große Chance, ein Referendariat zu machen. Also habe ich das gemacht in einer Schule, die sehr gut war für mich, weil eine sehr moderne Schule in Wolfsburg. Habe dann als eine der ganz wenigen eine Festanstellung bekommen. Da war ich 25 Jahre alt, also wurde ich dann verbeamtet. Wollte das aber eigentlich irgendwie auch noch gar nicht. Also du merkst, ich war nicht zielstrebig, aber ich habe alles, was ich gemacht habe, mit einer großen Leidenschaft gemacht. Das kann ich mir vorstellen, und ja. Dann kam eben der große erste Bruch. Also der ganz erste Bruch war mit meinen Eltern. Das hat sehr viel mit der Erziehung und den Maßstäben, die meine Eltern hatten, zu tun. Das war mit 17, als ich auszog, und vorher war eine lange Phase des Stresses. Und dann habe ich meinen Mann verlassen, habe den Job verlassen und habe die Stadt verlassen, bin nach Berlin gegangen. Habe im Filmgeschäft unbedingt lernen und arbeiten wollen. Und das ist mir auch gelungen, dann war ich Regieassistentin etc. Und durch einen großen Zufall bin ich beim Fernsehen gelandet. Und das hat mich dann zum Moderieren gebracht. Und da bin ich durch viele Sendungen gegangen, habe mich sehr entwickeln dürfen. Und das ist vielleicht der letzte Satz. Ich habe immer ein Doppelleben gelebt. Ich habe mich immer wahnsinnig gefordert, wollte mich immer irrsinnig entwickeln und habe das in beruflicher Hinsicht getan, habe aber auch immer versucht, meine Seelenentwicklung nicht zu vergessen. Deshalb habe ich früh angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, Seelenbücher zu lesen und Seelenbücher zu schreiben. Die habe ich ja alle gelesen, Nina. Das sind definitiv Seelenbücher für die Persönlichkeitsentwicklung, ja. Und jetzt bin ich nicht mehr im Fernsehen und schreibe zu meinem neuen Thema, das mich wahnsinnig fasziniert, nämlich zur Zellbiologie des Alterns, also zu den tiefen
zellulären Ursachen des Alterns, des körperlichen Alterns, natürlich auch des mentalen Alterns, Bücher und halte Vorträge, bin jetzt am dritten Band und bin wahnsinnig fasziniert. Und ja, das ist jetzt mein 7. oder 8. Leben. Unglaublich, liebe Nina. Vielen, vielen Dank für diesen Überblick. Super spannend. Es fragen sich wahrscheinlich auch ganz viele, woher kennen sich denn Nina und Martina eigentlich? Und wir hatten ein total schönes Kennenlernen. Und zwar haben wir uns im Rahmen der Aktion Gemeinsam stärker kennengelernt und haben einige Sendungen gemeinsam gemacht. Ich wurde damals eingeladen als Familienexpertin und durfte Nina damals persönlich kennenlernen und erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an die Sendungen mit dir zurück. Es waren viele Experten zum Thema, wie kommen wir mit Covid klar? Mhm. Und es waren ja lange Sendungen, die eine Stunde dauerten und jeder konnte anrufen und mailen und so. Und dein Part der Konfliktlösung in Familien mit Kindern, war für mich so bewegend und hatte auch so viele Aspekte, von denen ich spürte, die sind wahr, dass du mir ganz besonders in Erinnerung geblieben bist. Ja, so ging es mir auch, Nina. Ich bin da sehr, sehr dankbar für diese Verbindung. Ja, dann zurück zum Thema Erziehung früher in 50er, 60er Jahren, Erziehung heute. Liebe Nina, du hast ja schon gerade in deiner Biografie einige Punkte erwähnt und für mich wäre nochmal ganz wichtig und ich denke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was dich denn ganz besonders geprägt hat aus dieser Zeit. Was denkst du, hat dich durch die Erziehung, die du erfahren hast, besonders geprägt? Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich habe, glaube ich, damals, als ich in der Pubertät in diese extreme Rebellionsphase kam, ganz wenig verstanden. Ich habe einfach nur aus dem Bauch heraus gebrüllt. Dies ja auch hormonell bedingt in gewisser Weise normal ist. Bei mir war es extrem. Und wenn ich mir die Fotos anschaue, aus meinen ersten Jahren, meinen ersten Lebensjahren in München, mit meinen Eltern und mit meiner 5 Jahre älteren Schwester. Klammer auf, sie alle leben nicht mehr. Ich bin die Letzte in dieser Familie. Meine Schwester hat keine Kinder. Ich habe keine Kinder, also tatsächlich die Letzte. Dann sehe ich eine warme, heile Welt. Ich sehe einen Vater, der nicht so wahnsinnig viel da war, wie es damals auch üblich war, der sehr viel gearbeitet hat, um der Familie ein gutes Leben zu ermöglichen und vor allem auch eine gute Erziehung für die Kinder. Und eine Mutter, die, und das sehe ich von ganz früh auf diesen Fotos, die ein bisschen traurig wirkt und ein bisschen unglücklich. Was ich als Kind nicht wusste, war, dass sie, als sie mit mir schwanger war, die Diagnose schwarzer Hautkrebs, Melanom, bekam, der schon die Lymphknoten befallen hatte. Und das war, als sie im 4. Monat mit mir schwanger war. Und sie studierte Medizin und sie wusste, was das bedeutet. Mhm. Sie hat nicht abgetrieben, wie das die Ärzte ihr empfohlen haben, sondern sie hat gesagt, ich bringe das Kind auf die Welt und dann gehe ich ins Krankenhaus und lasse mich operieren, aber ich weiß, ich habe keine Chance. Und das, was das für eine Frau mit 2 kleinen Kindern bedeutet, ist für mich kaum nachvollziehbar. Ja, sie hat uns Kindern aber nichts davon erzählt. Das ist vielleicht eine Besonderheit, aber vielleicht auch etwas Typisches für die Zeit. Mhm. Man sprach nicht über Gefühle und man zeigte sie auch nicht so. Genau, also, das hat sich ja extrem verändert. Ja, wenn wir heute auf die heutigen Eltern schauen, die ich begleite, das ist ja ein riesiger Unterschied. Also ich würde sogar sozusagen sagen, dass der Fokus überhaupt über Gefühle zu sprechen, dass Kinder lernen, Gefühle zu benennen, das war damals ja überhaupt gar kein Thema. Im Gegenteil, es wurde eher weggedrückt. Also gerade dieses Beispiel zeigt es ja ganz besonders, dass einfach funktioniert wurde. Ja, das galt auch für meinen Vater, der den Holocaust überlebt hatte, der das Lager überlebt hatte als Halbjude. Und auch er sprach nicht über seine Vergangenheit, bis wir 18 Jahre alt waren. Also ich 18 und meine Schwester 23. Dann erst haben sie uns ihr persönliches Schicksal beschrieben.
um uns zu schützen, haben sie gesagt, damit wir uns damit gar nicht auseinandersetzen müssen, damit wir aber auch nicht quatschen, damit nicht irgendwer da aus dem Umfeld sagt, ah, guck mal, der Halbjude oder die Frau, die den Krebs hatte, oder sie hat, meine Mutter hat das wie durch ein Wunder. Sie hat eine Riesenoperation gehabt. Ich war im Säuglingsheim nach der Geburt und wurde ganz stark bestrahlt etc. und hat das noch 36 Jahre überlebt. Das war ein wirkliches Wunder. Ein Geschenk, ja. Aber sie hatte immer Angst. Aber das Entscheidende ist eigentlich, ich habe meine Eltern immer wie zwei Mammutbäume erlebt, die so da standen und ich ein kleines Würmchen. Ich war wahnsinnig schüchtern, wahnsinnig ängstlich. Kann man sich nicht vorstellen, Nina. Unglaublich, ja. Mein ersten Buch geschrieben, da saß eben wie in einem, im Wohnzimmer saß bei uns ein Gespenst hinter dem Vorhang und das, der Vorname war Angst und der Nachname war Verdrängung. Und das saß da und machte die ganze Welt grau. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere und wenn ich dann die Fotos sehe, ich sehe immer so farbige Fotos. Damals gab es ja schon Farbfotografie. Aber ich selber habe die Erinnerungen in grau. Und es hat etwas damit zu tun, dass die Emotionen so verschüttet sind. Ich spür sehr viel Angst, sehr viel Schüchternheit und wenig so explodierendes, hey, was kostet die Welt? Ja, weil das eine bedingt ja das andere. Also deine Eltern mussten ja, um überleben zu können, das war ja eine reine Überlebens- und Schutzstrategie deiner Eltern, sie mussten einen Weg finden, irgendwie zu überleben, irgendwie die Familie durchzubringen. Sie sind ihren bestmöglichsten Weg gegangen. Ja. Und hätten sie auch Gefühle zugelassen, wie extreme Freude oder vielleicht auch fröhlich zu sein, glücklich zu sein, das nach außen zu zeigen, dann wären ja auch die anderen Gefühle hochgekommen. Ja, das heißt, sie haben dann versucht, einfach alles wegzupacken, eine große Mauer zu bauen, um überhaupt irgendwie durchzukommen, ja, weil sie ja auch sicher hochtraumatisiert waren, die Armen. Ja. Und das waren ja nicht nur sie. Ja. Das war ja das ganze Umfeld genauso. Ganz Europa war traumatisiert und unglaublich viele Menschen. Es gab weder Traumatherapie noch sonst irgendwas. Es galt ja als ein Mangel, wenn man zu einem Therapeuten ging, die es ja auch damals gar nicht gab. Also es wurde psychologisch nicht verarbeitet, es wurde verdrängt und zwar kollektiv. Genau, und von der Generation davor kam es ja auch noch mit. Das heißt, sie hatten nicht nur das zu schultern, sondern das, was epigenetisch weitergegeben wurde, schon von den Generationen davor, das spielte ja auch noch mit rein. Das heißt, es ist unglaublich, ja, was sich da alles dann auch auftürmt. Und so ist auch, wenn ich mich frage, wo war eigentlich so das wirklich Körperliche, das Liebevolle, das Heitere, auch das Vertrauen geben, du machst schon deinen Weg. Daran erinnere ich mich eben nur ganz wenig. Mhm. Ich erinnere mich an einen Satz, der mich sehr irritiert hat von meiner Mutter, und der lautete, Kinder werden schlecht geboren und gut erzogen. Und diese Haltung, dass da immer man aufpassen muss, dass da nichts Schlechtes in dem Kind ist und dass man das austreiben muss und ausmerzen muss. Ich fürchte, das kam auch noch aus der Nazi-Ideologie, obwohl meine Eltern beide natürlich, also mein Vater als Jude sowieso, ja, absolute Antifaschisten waren. Aber dieses Klima, das haben die natürlich, dieses, du musst hart sein, Frauen sind zu Hause und Männer und erziehen die Kinder zu einem Deutschtum, das stark ist, und die Männer haben zu kämpfen. Ja. Und das war natürlich, das war so eine Atmosphäre, in der alle aufgewachsen waren. Und so spüre ich auch, wenn ich zurückdenke, ich fühle nicht, dass ich unterstützt worden wäre, das zu werden, die ich vielleicht hätte werden können, was in mir angelegt ist, sondern es war ganz früh, wir erziehen dich. Und wir machen dich zu dem, was wir für richtig halten. Und allein diese Haltung, das fand ich gerade ganz spannend, das hat sich ja jetzt, wenn wir auf heute schauen, wirklich komplett verändert. Also genau das Gegenteil ist heute der Fall. Wir gehen ja davon aus, dass ein Kind auf die Welt kommt, ja, mit einem guten Herzen und dann, wenn es liebevoll geführt, liebevoll begleitet wird, aus sich heraus dazu bereit ist, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Ja, was allerdings heute manchmal passiert, ist das Gegenteil. Aufgrund dieser neuen Haltung, die grundsätzlich erstmal natürlich sehr wohlwollend ist, ist, dass den Kindern darüber wieder die liebevolle Führung fehlt.
Ja, also das, was früher zu viel war, ist heute manchmal zu wenig, weil Eltern sich schon gerade aufgrund diesen ganzen Generationen, die traumatisiert wurden, gar nicht mehr trauen, Grenzen zu zeigen, gar nicht mehr trauen zu sagen, und das entscheide ich jetzt, weil ich deine Mama bin. Ja, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass sich da natürlich eine sehr gute Entwicklung abzeichnet. Nur darauf möchte ich jetzt mit dir zu sprechen kommen. Es war ja nicht alles nur schlecht, sondern das, was du erlebt hast, Nina, das hat dich ja auch zu dem Mensch gemacht, der du heute bist. Und du bist eine ganz starke, ganz inspirierende Frau und du bist deinen Weg gegangen. Und darauf würde ich gerne mit dir zu sprechen kommen. Was hast du denn mitnehmen können durch diese Begleitung? Ganz starke Werte. Mhm. Meine Eltern haben mir ganz starke Werte vorgelebt. In einer Konsequenz, ich war ja nun mal selbst Lehrerin und war dann auch sehr konsequent, was ich gut fand. Und was letztlich, was ich gemerkt habe, meinen Schülern, mit denen ich einen völlig anderen Ton hatte natürlich, als die Lehrer, mit denen ich groß geworden war, aber was meine Schüler schätzten. Mhm. Also Verlässlichkeit, Pflichterfüllung. Wenn ich etwas zusage, dann mache ich das auch. Leistungsbereitschaft. Ich bin auf der Welt, um der Welt etwas durch meine Tätigkeit zu geben. Mhm. Diese Solidarität, oder? Ja. Mhm. Das, aber auch wirklich einen Job zu lernen und dabei auch wirklich Mühen auf mich zu nehmen, ein Studium durchzuziehen und immer mein Bestes zu geben. Mhm. Das ist, glaube ich, sehr intrinsisch in mir angelegt, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Die waren total intrinsisch motiviert, immer ihr Bestes zu geben und haben mir vorgelebt, da gucke ich jetzt auf meine eigenen Bedürfnisse null. Und das ist vielleicht diese Imbalance, die dann dazu geführt hat, dass in der Generation danach, der 68er, ich bin ein bisschen zu jung für die 68er, genau ins Gegenteil umgeschwappt ist. Also ganz stark auf meine Bedürfnisse gucken, mich ausleben und mich aber nicht fordern. Und auch nicht schauen, einer meiner Lieblingsleitsätze ist von Martin Buber, bei sich beginnen, aber nicht bei sich aufhören. Mhm. Sich im Blick haben, aber nicht allein sich zum Ziel, das habe ich jetzt frei übersetzt, mhm. nicht sich selbst zum Ziel haben, sondern mhm. über sich hinaus was Sinnhaftes tun. Und wenn das eben als wirklich toller Busfahrer ist und in ja. jeder Tätigkeit, die du tust. Also all das, die Lebensschule, ich will nicht zu lange antworten, ich kann immer so ins Quatschen, die Lebensschule, die wir brauchen, um diese Balance zu finden mhm. zwischen etwa über sich hinauszuwachsen, sich prügeln, sich selbst auch echt fordern und dann glücklich sein, wenn du was erreicht hast mhm. und gleichzeitig die Tiefen, die Sanften, die weichen Seiten in dir zu spüren und die zu entwickeln, mhm. die Liebesfähigkeit, mhm. diese Balance zu finden, das habe ich nicht gelernt, das habe ich dann mir in Selbstschulung beigebracht. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Eine Seite gelernt. Mhm. Das ich habe das Gefühl, die andere Seite ist jetzt ein bisschen überbetont. Nina, ich finde es gerade ganz, ganz spannend, weil hast vorher was gesagt, da würde ich gerne nochmal reingehen. Du hast gesagt, du hast deine Bedürfnisse eigentlich komplett hinten angestellt, um diesem größeren Ziel zu folgen. Ja? Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen reingehen, weil du meintest auch, das hat dich intrinsisch motiviert. Ja, aus ja. dir heraus zu handeln. Ja. Und woher kam diese intrinsische Motivation? Weil eigentlich, rein entwicklungspsychologisch, wäre es das Gegenteil gewesen. Also du wurdest sozusagen ja bestraft für, sage ich mal, schlecht sein, ja, und belohnt für gut sein, nehme ich an. Also das war ja eine Form von klassischer Konditionierung, sagt man dazu. Und eigentlich führt genau dieser Umgang mit Kindern eher dazu, dass sie nicht mehr intrinsisch motiviert sind, sondern dass sie eher nur etwas tun, um von außen etwas zu bekommen, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Und das finde ich ganz spannend, Nina, weil ich glaube, das zeichnet dich als Person stark aus, dass du trotzdem diese intrinsische Motivation entwickelt hast. Vielleicht hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich von meinem 13. Lebensjahr an Tagebuch geschrieben habe. Und ich habe immer reflektiert, was passiert da jetzt eigentlich in mir und warum verhalte ich mich so oft? Konnte ich das noch gar nicht so richtig ausdrücken. Aber ich habe im Laufe der Jahre habe ich tatsächlich so eine Form von Selbsttherapie dadurch gefunden. Mhm.
indem ich spürte, ich wurde ja, also auch Liebe wurde als extrinsische Motivation eingesetzt. Also ich bekam nur Liebe, wenn ich mich verhielt, so wie ich, wie gewünscht. Genau. Und dann habe ich mich irgendwann mal nicht mehr so verhalten, also bekam ich keine Liebe mehr. Mhm. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, so, und jetzt entwickle ich das, was so an tiefer Sehnsucht in mir ist. Und das war noch gar nicht richtig fassbar. Ich spürte nur, ich will freier leben, ich will ganz anders leben als meine Eltern und ich will irgendwie mit Liebe leben. Mhm. Wie das ging, das wusste ich noch nicht. Und dann habe ich begonnen, es überall zu suchen. Ich habe es vor allem natürlich mit Partnern, mit Männern gesucht. Mhm. Ich habe es aber auch gesucht mit dem, was mich inhaltlich faszinierte. Und das war auf der einen Seite, es waren Seelenbücher, es war wirklich die Auseinandersetzung mit dieser Seite, mit der ich noch nie in Kontakt gekommen war. Wir waren auch nicht gläubig, zwar evangelisch getauft, mein Vater war ja nicht jüdischen Glaubens, evangelisch getauft, aber den Glauben nie gelebt. Wo sollte ich jetzt diese Seiten in mir entwickeln? Dann habe ich das einfach so gesucht. Mhm. Und dieses letztlich war dann meine Droge, und das war wirklich wie eine Droge, auszutesten, was ist so alles in mir drin und was kann ich alles? Mhm. Und wie bin ich gut? Und dann habe ich alles mit, ich war links außen im KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, als ich in der 13. Klasse war. Und ich war wahnsinnig jung in der Schule. Parallel habe ich aber Mathe, Physik im Abi gemacht und habe Abi mit Auszeichnung gemacht und habe gleichzeitig über Lenins Thesen zum Parteiaufbau mein Referat in Gemeinschaftskunde geschrieben. Also so. Und habe alles so gemacht, so total gemacht, dass ich mir sagen konnte, ich bin es wert zu existieren. Mhm. Ich zeige es mir selber. Das heißt, du hast dir im Grunde deinen Wert erkämpft für dich? Ja. Ja. Und ich habe ziemlich früh begonnen zu spüren, weder wenn du... Das hat ein Weilchen gedauert. Mhm. Wenn dich ganz viele Jungs toll finden, weil du lange blonde Haare hast und weil du so einen großen Mund hast, ja, weder das befriedigt mich wirklich, mhm. also macht mich wirklich tief selbstbewusst, noch die tollste Zensur. Mhm. Und noch das mit dem Bravsein und so hatte ich ja vorher schon abgelegt. Ja. Also dass mich Bravsein wirklich und angepasst sein mir das Gefühl gibt, ich bin was wert, das habe ich ja kapiert, das hilft nicht. Mhm. Und dann bin ich relativ schnell dazu gekommen zu spüren, das Leben zu feiern, in die Ruhe zu gehen, die Kraft in mir zu finden, die eine größere ist als ich selbst. Das begann dann parallel ziemlich früh. Aber die andere Seite, die musste ich unbedingt leben. Mhm. Also, dass ich in der Schule, dass ich das mit den Schülern hinkriegte. Ich war 23 und ich hatte ein Oberstufengymnasium. Meine Schüler waren 15 bis 18 Jahre alt oder älter. Also unwesentlich jünger. Und das hinzukriegen, dass sie mich respektieren und dass das Spaß macht. Und dann habe ich Schultheater mit denen gemacht, bin durch ganz Deutschland gefahren. Und das war dann... Es war echt der Hit. Das war dann das, was mir auch den Schülern unheimlich viel gegeben hat. Mhm. Aber auch, dass dann der Direktor mir sagte, hey, Frau Huge, Sie sehen zwar komisch aus, ich sah aus wie ein Hippie, aber der Unterricht ist gut. Mhm. So. Das heißt, auch da hat dir deine Klarheit geholfen wahrscheinlich, auch diese Klarheit in dir, die du ja doch von deinen Eltern bekommen hast. Und ich wage nochmal eine kurze Hypothese aufzustellen. Ich bin ja der Meinung, dass die Grenzen, die du bekommen hast, diesen ganz klaren Rahmen, diese ganz klaren Werte, dich dazu motiviert haben, auch darüber hinauszugehen und über die Grenzen hinwegzugehen. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was passieren kann in unserer heutigen Form von Erziehung darüber, dass Kinder keine Grenzen mehr spüren, keinen Rahmen mehr spüren, keine Orientierung mehr haben, fühlen sie sich komplett orientierungslos und finden deshalb keine Richtung, weil sie ja auch nie über eine Grenze hinweg müssen. Ja, und das ist genau der Punkt. Das heißt ja nicht, wenn Grenzen jetzt auch zu Hause heutzutage in der Familie existieren, dass Kinder die nicht auch mal überschreiten dürfen. Ja, ich sage immer, die sind ja dafür da, dass Kinder da dran gehen. Ja, dass man immer wieder gegen eine Wand geht und guckt, will ich da drüber? Wie viel Kraft brauche ich, um drüber zu kommen? Ja, das ist ja auch was Kinder stärkt und was ihnen Orientierung gibt. Und das fand ich da gerade sehr eindrücklich. Würdest du das so bestätigen, Nina? Auf jeden Fall. Mir fällt dabei ein, während du gesprochen hast, es war verboten, das Wort Nein zu sagen zu Hause. Also ich durfte meinem Vater oder meiner Mutter niemals sagen, nein, das mache ich nicht.
Das war, oder ich musste immer alles essen, was auf den Tisch kommt. Und wenn ich das nicht wollte, gab es auch die Situation, dass mein Vater mir eine runtergehauen hat. Ach du Arme. Und das war das Gefühl von Ohnmacht. Das war nicht gut. Das ging auch bis hin zu einem gewissen Selbstzerstörerischen. Also ich habe dann meine Klamotten zerschnitten und solche Sachen. Aber das waren nur kleine, partielle Themen. Ja. Das Grundthema war Sicherheit. Ich habe durch die klaren Werte und die klare Orientierung einen äußeren Rahmen der Sicherheit bekommen, den ich wahnsinnig brauchte. Ja. Weil ich innerlich so unsicher war, weil ich nicht wusste, wo ich anfange und wo ich aufhöre und auch nicht jetzt richtig die Förderung hatte, das zu entwickeln. Aber ich hatte viel Förderung. Ich habe Ballettunterricht und alles das, was man so machte, ne? Reiten lernen und alles mögliche. Und dann darüber hinaus zu gehen, also diesen Rahmen zu haben und dann darüber hinaus zu gehen und zu gucken, was sind jetzt meine Talente? Das ist eine super Basis. Ja, absolut. Die vermisse ich bei, muss ich ganz ehrlich sagen, bei vielen jungen Eltern ihren Kindern gegenüber total. Und ich spüre auch, dass die Kinder nicht glücklich sind. Ja, und das ist genau das, was mir auch auffällt, Nina. Deswegen danke ich dir so für diesen Austausch, um da so ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Ich denke, es ist wirklich dieses Mittelmaß. Auf der einen Seite zu sagen, hey, deine Gefühle sind in Ordnung. Du darfst alle Gefühle fühlen. Du darfst alle Gefühle auf eine gesunde Art und Weise ausdrücken. Ja, nur das bedeutet eben auch, dass ich niemand schlagen darf, dass ich nicht den ganzen Tag laut schreien darf, weil das ist eine Form von Gewalt und da kann sich nicht mehr jeder in der Familie wohlfühlen. Ja, genau. Und das ist etwas, was oft missverstanden wird, auch in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, dass Eltern davon ausgehen, sie dürfen ihren Kindern keine Grenzen mehr zeigen, weil ja alle Gefühle okay sein müssen. Ja, ich sage immer, alle Gefühle sind okay, nur nicht jedes Verhalten ist okay. Und wenn es ums Verhalten geht, brauchen Kinder ganz klare, liebevolle Führung von ihren Eltern, weil sie noch keine besseren Strategien haben, als eben lautes Rumschreien oder Stampfen oder alles Mögliche, ja, was natürlich auf Dauer nicht sozial verträglich ist. Und tatsächlich ist es emotionspsychologisch so, dass Kinder selbstbewusst werden und ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, wenn sie Gefühle ausdrücken dürfen. Also zum Beispiel, wenn sie wütend sind, wenn sie lernen, dass sie atmen, dass sie in ein Kissen schreien können, ja, dass Kissen gegeneinander gehauen werden können. Das ist was, was Kinder stark macht. Nur was Kinder schwächt, ist, wenn wir ihnen diese Strategie nicht zeigen und sie dann in eine Gruppe kommen, in die Schule kommen und diese Strategien nicht haben und von allen Menschen ausgegrenzt werden. Ja, weil eben das Umfeld sagt, was ist mit diesem Kind los? Ja, das hat ja gar nie gelernt, mit Gefühlen umzugehen. Früher hat man sie weggedrückt, das war nicht in Ordnung. Nur heute werden sie teilweise so stark ausgelebt, dass immer auch die Gemeinschaft darunter leidet. Und das ist das, wofür ich mich so einsetze, ja, dass eben Kinder lernen, durch ihre Eltern gesunde Strategien zu entwickeln. Hast du das denn gelernt von deinen Eltern, Nina, gesunde Strategien, um mit Gefühlen umzugehen? Oder hast du dir die eher angeeignet durch dein ganzes Selbststudium, durch deine Bücher? Du hast ja auch ganz wunderbare Dinge beschrieben in deinen Büchern, wie viel du meditierst und was für Strategien du auch hast, um Gedanken abzuschalten. Also deine Bücher sind ja wirklich, was das angeht, sehr, sehr praxisnah und geben sehr viel, finde ich, mit, um im Alltag gut zurechtzukommen. Das frage ich mich, ob du das von deinen Eltern hast. Du sprichst mir so aus dem Herzen. Das Thema oder das Lernziel, um als Lehrerin zu sprechen, es ist ganz wichtig, dass du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen. Ja. Das ist ein tolles Erwachsenwerden. Und das Lernziel wird gar nicht gezeigt, häufig. Das können Kinder ja auch ganz früh schon spüren und ganz früh schon erkennen. Nee, das tut mir gut, wenn ich es lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen, weil ich dann plötzlich mit anderen Menschen, von anderen Menschen eine ganz andere Rückmeldung kriege und die mögen mich. Ha, super. Was ich gelernt habe zu Hause war, also ich war so angepasst und ich war so früh schon so gut erzogen, dass ich von wildfremden Menschen in der Autobahnraststätte Schokolade geschenkt bekommen habe, weil ich mit 3 Jahren oder 2,5 auf dem Sessel, auf dem Hocker gesessen habe, mit meinem Kinderbesteck schon so ordentlich gegessen habe, geschwiegen habe und meine Rattenschwänze so hübsch waren. Ich war der Inbegriff der Bravheit. Und deshalb habe ich nie gelernt, mit Aggression umzugehen. Das
Bis heute habe ich hin und wieder mal so einen kleinen, wenn ich mich so Ohnmachtsgefühle habe, ja, dann habe ich mal so einen Ausbruch. Dann weiß ich auch, jetzt muss ich mal laut reden und das mal rauslassen. Ja. Und dann weiß ich sofort, das ist jetzt weg, ganz toll. Und ich kann jetzt wieder meinen Verstand einschalten und eine Lösung suchen. Ja. Also ich brauche mal ein Ventil. Ja. Aber das kommt sehr selten vor. Das, was für mich das große Thema war, Liebesfähigkeit erlangen. Also wirklich Liebe zeigen, Sinnlichkeit zeigen. Über Essen durfte nicht gesprochen werden bei uns. Essen diente eben der Ernährung. Und viele andere Dinge. Es war schon in den 50er, 60er Jahren, das kann man sich vielleicht heute, wenn man jung ist, gar nicht mehr so richtig vorstellen. Es wurden sehr viele sinnliche Dinge einfach nicht gelebt. Mhm. Und das musste ich wirklich durch andere lernen und durch meinen Weg lernen. Mhm. Und vor allem aber auch liebevoll etwas auszudrücken, nicht mit Vorwurf zu arbeiten, sondern mit Motivation und gleichzeitig zu sagen, hier ist aber jetzt auch Schluss. Mhm. Also das Instrumentarium, das jeder Mensch braucht, um im Alltag und mit sich selbst in eine gedeihliche Entwicklung zu kommen, das musste ich mir zum großen Teil selber aneignen. Und das ist ja zum Glück auch in uns angelegt. Ja, das ist das, was ich vorher meinte. Horchen. Ja, Menschen kommen eigentlich so auf die Welt, ja. Wenn sie dann bedingungslose Liebe in Verbindung mit Grenzen und einem klaren Rahmen erfahren, kann da eigentlich nicht schief gehen. Ja, dann du müsstest es dir natürlich jetzt wahrscheinlich hart erarbeiten, um an dem Punkt zu sein, an dem du heute stehst, ja. Und meine große Vision ist es ja, dass Kinder genauso von Anfang an begleitet werden. Das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem Fehler machen kann. Ja? Es geht um das große Ganze, dass ein Kind sich einfach so, wie es ist, ohne etwas dafür leisten zu müssen, bedingungslos geliebt fühlt. Allein diese bedingungslose Liebe, dieses Urvertrauen, das ja gerade in den allerersten Jahren sich entwickelt, das ist tatsächlich die Basis, wie später ein Erwachsener die Welt anschaut. Ja, das ist ein Grundgefühl, das Eltern vermitteln können. Ist die Welt eben hell und strahlend oder ist sie eher traurig, schwer, anstrengend? Das ist etwas, diese Brille, die wirklich neu zu schärfen, das ist möglich, weil unser Gehirn neuroplastisch ist und wir alles verändern können. Du bist das beste Beispiel dafür, Nina, dass es möglich ist, ja, die Dinge auch zu verändern, den Blick zu verändern, die Gefühle darüber zu verändern. Und natürlich wäre es schön, wenn Kinder in unserer heutigen Generation das von Anfang an bekommen könnten. Und ganz viele Eltern machen sich auf den Weg, so viele Eltern begleiten mich, besuchen meinen Bindungskurs, ja, und wollen all dieses Wissen in sich aufsaugen, um eben auch alte Verletzungen zu, sag ich mal, zu heilen über die Elternschaft. Das ist ja ein riesiges Geschenk auch, weil Kinder ja auch so viel in einem triggern. Übrigens auch die Paarbeziehung, das ist das Gleiche. Ja, auch die Paarbeziehung hilft einem immer wieder, Dinge eben zu heilen und aufzuarbeiten. Unconditional Love ist ja diese wunderbare englische Vokabel für diese dieses unbedingte Geliebtsein ohne irgendwelche Bedingungen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich hole in ein paar Wochen einen Welpen ab, dass ich in der Hundeerziehung, ich habe ja keine Kinder, noch mehr von dem, was ich im Laufe der 65 Jahre lernen durfte, gerade in Richtung Unconditional Love umsetzen möchte. Mhm. Denn ich habe gemerkt, in der Erziehung meiner ersten beiden Hunde war ich doch sehr streng zum Teil. Und war mit Liebe sparsamer, als ich wollte. Also ich war mit Liebe großzügig, besser als meine Eltern, sage ich jetzt mal, wenn ich das so werten möchte. Aber ich hatte alte Muster. Ich habe alte Muster wiederholt. Und ich habe jetzt mir gerade, und gerade es ist ja wirklich eine Lebenskunst und eine Erziehungskunst, die ganz viele Facetten hat. Und dieses Grenzen setzen und konsequent sein ist total wichtig, gerade in der Hundeerziehung. Und zugleich, dass auf der Basis von Unconditional Love, das Tier spürt, liebst es abgöttisch und trotzdem setze ich hier diese Grenze. Genau. Und das ist einfach wichtig und das mache ich jetzt, ohne zu übertreiben, ohne zu streng zu sein, ohne zu hart zu sein. Mhm. Aber das mache ich jetzt, weil das richtig ist. Ach Nina, da freue ich mich schon auf unseren Austausch, wie es dir damit gehen wird.
Machen wir mal eine Sendung Vergleich Hunde und Tierärzte. Ja, wobei tatsächlich ja viele Hundetrainer inzwischen sagen, also die genau eben mit solchen Strategien arbeiten, die dann sagen, ja, es bringt dem Hund viel, viel mehr, eben auf dieser wertschätzenden Art begleitet zu werden, mit dieser wertschätzenden Art begleitet zu werden. Ja. Ja. Nina, ich würde gerne mit dir noch über diese typischen Glaubensüberzeugungen sprechen, die ja gerade wahrscheinlich in deiner Kindheit vermittelt wurden. Und damit meine ich sowas wie, man bleibt am Tisch sitzen und man darf erst aufstehen, ja, wenn man fertig gegessen hat. Oder man muss leisten, man muss stark sein. Und zum einen, wie gesagt, sind es Überlebensmechanismen, die dich ja auch in vielen Punkten unterstützt haben, um leisten zu können, um vorwärts zu kommen, um so viel Erfolg zu haben. Und zum anderen würde ich sie gerne noch mal kritisch mit dir gemeinsam hinterfragen. Wie können wir diese Überzeugungen heute ummünzen, dass unsere Kinder eben nicht darunter leiden müssen? Mhm. Was sind es für dich für Überzeugungen gewesen, auf die du auch hättest verzichten können? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Dazu kam, dass ich eine ganz, ganz schlechte Esserin war. Ich habe einfach nicht gegessen, ich habe mich verweigert. Und meine Mutter hat mit einer Engelsgeduld immer neben mir gesessen und hat versucht, da habe ich die Aufmerksamkeit gehabt, die ich wollte, hat versucht, irgendwas in mich reinzukriegen. Und ich habe im Grunde nichts anderes als Spaghetti und Apfelsaft zu mir genommen. Eine Form von Liebe war das in dem Moment, wenn sie sich gekümmert hat. Ja, deswegen hast du dich verweigert. Das habe ich erzogen. Schlaues Mädchen, weißt du, was du gemacht hast? Du hast, das ist meinen Kindern übrigens immer, durch dein Verhalten versucht, dir dein Bedürfnis nach Zuwendung und Liebe zu stillen. Ja, genau. Kinder sind so clever. Da hat sie echt Mühe gehabt und hat gelitten, weil sie eigentlich die Zeit nicht investieren wollte. Mhm. Ich finde es aber auch gut, ganz früh gesagt zu bekommen, du, was jetzt hier auf dem Teller ist, ich versuche, wir gucken mal zusammen, was du gerne magst. Mhm. Und dann machen wir verschiedene Sachen. Und wir mögen unheimlich gerne Gemüse und wir mögen gerne Obst und wir mögen gerne Wasser. Und dann schauen wir mal, wie wir so etwas zusammenstellen können, dass es dir auch schmeckt. Wir essen aber keine Fertigpizza und wir essen auch keine irgendwelche aufgebackenen Croissants. Das schmeckt uns nicht und es ist irgendwie auch wirklich so, das bekommt einem den Magen nicht so toll. Ist nicht gesund. Ist genau, der Wert ist Gesundheit, der dahinter steht. Das ist eine ganz klare Wertevermittlung, für die ich ja auch immer so plädiere, den Kindern immer zu sagen, was steht dahinter? Mir ist wichtig, dass du gesund bleibst. Ja? Genau. Und dafür sorge ich, als deine Mama, als dein Papa, dass du gesund bleibst. Und deshalb gibt es auf dem Tisch verschiedene Dinge. Natürlich das zum Essen zwingen, davon rate ich dringend ab, sondern absolut die Möglichkeit zu geben, beim Essen ist die Freiwilligkeit auch ganz enorm wichtig und das Anbieten, umso mehr das Vorleben am allerwichtigsten. Ja. Uns war es so, meine Mutter war ja Ärztin und die hat ganz gesund gekocht. Also es gab Gemüsesuppen und es gab alles ohne Salz. Und dann war ganz klar, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, weil es ist gesund. Klar. Es wurde noch nicht mal gesagt, es ist gesund. Ja? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das war halt... Die Fürsorge kam nicht an, obwohl das Verhalten fürsorglich war. Wäre das schön gewesen. Cool, ja, das finde ich... Ja, dann das Thema, du musst ins Bett und sonst bist du ein schlechtes Kind, wenn du nicht ins Bett gehst. Das hätte ich noch, also das war immer ganz klar, ab ins Bett, auch mittags. Ne? Mhm. Also ich lag dann häufig wach. Ich kann mich heute noch an das Muster des Vorhangs in meinem Kinderzimmer erinnern, weil ich so lange wach lag, weil ich nicht schlafen konnte und auch nicht schlafen musste. Aber ich musste mittags Schlaf machen. Also das ist spannend, Nina. Was entsteht da? Schlaf ist schlecht oder schlafen? Man geht irgendwas im Weg. Kannst du heute gut schlafen? Ich kann heute super schlafen. Was entstanden ist einfach, ist wirklich dieses... Dein Wille zählt nicht. Mhm. Was du willst, ist völlig uninteressant. Mhm. Und umgekehrt, Nein sagen darfst du noch. Umgekehrt wäre dann wichtig gewesen, deine Meinung ernst zu nehmen, dir zuzuhören. Das empfehle ich Eltern auch immer. Hey, ihr könnt euch gerne mal überzeugen lassen von der Meinung eurer Kinder. Ja, natürlich sollen die nicht
sozusagen das Ruder übernehmen. Es ist wichtig, dass Kinder diese Hierarchie in der Familie spüren. Ja? Nur sollte es eben nicht mit Macht passieren. Und deswegen ist es schön, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, du, was hältst du denn eigentlich davon? Was ist denn deine Meinung? Weil sich ein Kind darüber ernst genommen fühlt. Oder warum möchtest du denn nicht schlafen? Bist du nicht müde? Ja, das wäre wahrscheinlich das gewesen, was geholfen hätte. Und dieses Thema, klar, du hast es eben ja schon gesagt, die Meinung des Kindes anzuhören, dieses Thema grundsätzlich nicht Nein sagen zu dürfen. Mhm. Also egal, was angeordnet wird, es wird befolgt. Mhm. Und es, da gibt zum Beispiel auch die Hausaufgaben. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass sie die Hausaufgaben nicht machen. Mhm. Das ist ja auch eine sinnvolle Sache. Ich bin heute auch noch so pflichtbewusst, wenn mir jemand sagt, du sollst das jetzt machen und das ist innerhalb einer beruflichen Situation und ich habe etwas abzuliefern, ja. Das mache ich natürlich und ich mache das absolut auf Termin und ich fühle mich dabei auch nicht schlecht. Ja. Das, ich fühle mich dabei gut. Ich habe immer das Image bei allen, mit denen ich zusammenarbeite, die ist wahnsinnig zuverlässig. Ja, das ist das Schöne daran. Also das ist auch gerade wieder ein schönes Beispiel. Du hast gelernt, man muss funktionieren. Ja, und das Schöne daran ist, dass du diesen Wert Verlässlichkeit darüber vermittelt bekommen hast. Nur es war eben dieses etwas zu viel, was es eben auch dann für viele Menschen im Leben sehr schwer machen kann, dass sie durch das extreme Funktionieren eigentlich die Verbindung zu sich verlieren. Und das ist auch da wieder gar nicht so leicht für Eltern in unserer heutigen Zeit, weil auf der einen Seite sollen sie ihren Kindern Verlässlichkeit vermitteln und auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man sie nicht zum Funktionieren erzieht. Ja? Also auch da ist es immer wichtig, das Kind nicht zu zwingen, eben ein Nein auch zu erlauben. Es ist ja auch ganz wichtig, dass Kinder sich abgrenzen lernen, ja, und Nein sagen lernen. Es ist wichtig für ihr Selbstwertgefühl, für das Selbstbewusstsein und doch irgendwo da einen guten Weg zu finden, dass die Kinder natürlich nicht alles bestimmen und dass sie trotzdem auch verlässlich werden. Es ist wirklich eine Herausforderung. Absolut. Und mir fällt dabei, es ist so toll, weißt du, weil ich jetzt eben so auf die Reise in die Vergangenheit gehe, das Thema Sexualität, das ja früh schon aufkeimt, nicht erst in der Pubertät. Und über all das nicht sprechen zu dürfen, auch nicht darüber, dass, das war dann natürlich Pubertätsthema, dass du deine Regel bekommst und dass das eben nichts Schmutziges ist, sondern dass es so zu meiner Entwicklung dazu gehört, hui, jetzt werde ich Frau. Ja. Und dass in anderen Kulturen wird es gefeiert, da wird ein großes Fest gemacht, ja. Und dass es Jungs gibt, die irgendwie irgendwann mal so plötzlich so interessant werden. Und Achtung, von denen musst du dich fernhalten. Mach bloß nicht so viel mit denen. Warum eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Ja. Und das ganze Thema Sexualität wurde komplett verdrängt. Mhm. Das auch damit in einer Weise umgehen zu lernen, dass ein Mädchen sich sehr selbstbewusst schützt. Mhm. Zum einen vor einer Ausbeutung durch irgendwelche Jungs, die sich jetzt mal Testosteron gesteuert austoben wollen. Mhm. Und auf der anderen Seite, die ein tiefes Selbstbewusstsein als Frau entwickeln, hey, das ist toll, dass ich meine Regel habe und dass ich irgendwann mal Kinder bekommen kann und dass ich weiblich werde und weibliche Formen kriege. Das ist was total Schönes. Ja, das ist eine Vermittlung, die tatsächlich ja Mütter ganz unglaublich gut begleiten können. Ja, also wenn sie sowas beobachten, das wird vermutlich nicht ganz verhindern, dass manche Mädchen es trotzdem als Belastung empfinden, weil sie einfach nur schwer mit der Veränderung ihres Körpers umgehen können. Nur dann darf eben auch dieser Frust begleitet werden. Und das ist auch etwas, womit einfach Eltern oft sehr schwer umgehen können. Darüber, dass sie selbst als Kind so viel Frust erlebt haben, sich so oft ohnmächtig gefühlt haben, fällt es ihnen heute schwer, die Ohnmacht oder auch eben den Frust beim Kind auszuhalten. Und deswegen versuchen sie den Kindern häufig, viele Steine aus dem Weg zu räumen, um möglichst viele Frustsituationen aus dem Weg zu räumen, worüber Kinder natürlich keine Frustrationstoleranz mehr entwickeln können. Ja, und die ist ja so wichtig, um im Leben stark sein zu können, um auch mal was aushalten zu können, um diesen Frust, der in mir aufkommt, regulieren zu können. Und deswegen ist es so ein Geschenk für unsere Kinder, wenn sie durch ganz natürliche Situationen im Alltag lernen, wie man mit Frust umgehen kann. Weil das hast du definitiv gelernt, Nina. Oder? Da gibt es noch eigentlich dieses Thema über sich hinauswachsen. Ja.
geh dahin, wo die Angst ist. Das habe ich mir mit 13 an die Wand geschrieben in meinem Kinderzimmer. Und das war wirklich mein Motto. Ich habe gelernt, meine Ängste zu überwinden, weil ich dahin gegangen bin, wo die Angst war. Und ich habe alles gemacht, bevor ich Angst hatte. Aber ganz früh haben meine Eltern auch etwas anderes gefördert. Ich war nämlich schon mit 3 Jahren regelmäßig im Karl-Orff-Schulwerk. Das war in München ein unglaublich tolles, von Susanne Böhm hieß sie, geleitetes Rhythmik-Bewegung nach Karl-Orff-Institut. Da haben wir Xylophonen spielen gelernt, improvisieren, Rhythmik, Ballett, aber tänzerische Improvisation, Körpergefühl, Rhythmikgefühl. Und da bin ich total aufgeblüht. Und wenn du deine Gefühle ausdrücken konntest, das empfehle ich Eltern immer, da konnten die Gefühle raus. Gesunde Strategie, um Gefühle raus. Und da wurde aber gleich wieder der Leistungsaspekt mit verbunden, weil wir sind mit 5 Jahren schon in den Kammerspielen in München aufgetreten, also als ich 5 war. Und da habe ich natürlich irre Angst gehabt. Und da hat sich aber dieser schöne Satz, Glück ist eine Überwindungsprämie, der hat sich da wirklich bewahrheitet, weil ich bin dann auf die Bühne. Ich habe diese Zwiebel geschlagen oder was es war und habe dann getanzt und so. Und ich habe es geschafft. Und ich war hinterher so glücklich. Und so stolz wahrscheinlich, oder? Das war super. Ja, das ist so eine ganz herzerweichende Geschichte. Und es passt dann, das zu ermöglichen, dass sie sich ausdrücken und dass sie weitergehen, als sie sich eigentlich zutrauen. Mhm. Und sie dabei dann auch alleine lassen. Ich war dann auf der Bühne, ist man ja nun mal allein. Ja, das ist das ist für Kinder so wichtig, weil sie daran so wachsen. Ja, und das natürlich, was wichtig ist, ist in kleinen Schritten zu begleiten. Ich sage immer, fest steht, es gibt Dinge, die Kinder schaffen. Ja, also ich habe immer ein ganz schönes Beispiel, auch in der Schule, wenn Kinder sich verweigern und etwas nicht machen wollen, das sage ich immer, fest steht, du wirst es heute machen. Nur ich als deine Lehrerin helfe dir dabei, dass du schaffen kannst. Wir überlegen uns, wie kannst du schaffen? Ja, was brauchst du dafür? Und das ist, glaube ich, auch da diesen Mittelweg zu finden für Eltern nicht leicht, weil sie ihnen eigentlich diesen Frust wieder ersparen möchten. Und was wirklich hilft, ist den Eltern klarzumachen, hey, dein Kind ist danach so stolz und es hat etwas geschafft und ist darüber gestärkt. Und Kinder stark zu machen auf diese Art und Weise, das möchte ich wirklich allen nochmal ans Herz legen. Und deine Geschichte, Nina, dazu ist wirklich sehr, sehr passend. Und vielleicht wirklich habe ich deshalb auch immer wieder extremste Herausforderungen gesucht. Mhm. Bin nach Berlin gegangen, habe meinen Lehrerjob, meine Verbeamtung aufgegeben, meinen Mann verlassen und habe ganz neu angefangen im Filmgeschäft. Weil ich wollte mir dieses Gefühl ermöglichen, du schaffst das. Ja. Und ja. du baust hier was Neues auf. Mhm. Und da gibt es niemanden, der dich unterstützt. Und du hast es für dich getan, du hast es für dein eigenes Gefühl getan und das ist intrinsische Motivation. Ja. Ja, dass Kinder nicht etwas tun, nur weil sie dafür belohnt werden, sondern dass sie wissen, wenn ich das geschafft habe, bin ich stolz auf mich, bin ich erleichtert, bin ich glücklich. Ich habe keine Angst mehr. Ja. Das ist auch eine Form von Angstbewältigung. Ja. Diese Freiheit, in solche Situationen zu gehen und es zu schaffen, da hast du vor ganz vielen Dingen keine Angst mehr. Ja, Das trifft mich gerade mitten ins Herz, weil genau diese große Angst, die ich teilweise spüre bei Kindern, kann darüber bewältigt werden. Habe ich gerade einen totalen Aha-Moment durch deine Geschichte. Vielen Dank, Nina. Wir könnten noch Stunden weiterreden. Ich glaube, wir haben ganz viele wertvolle Impulse gegeben. Ich danke dir von Herzen, Nina. Ich würde mich riesig freuen, wenn du am Ende noch von deinen Büchern erzählen würdest, die mir schon so viel geholfen haben. Du hast mir damals direkt welche zugeschickt und ich habe mich direkt damit auseinandergesetzt und ganz, ganz viele Impulse rausgezogen. Wärst du bereit, noch ein bisschen davon zu berichten, von deinen Herzensthemen? Also du meinst, die beiden Bücher, sei du der Leuchtturm deines Lebens, das ist mein zweites Buch und das erste, der unbesiegbare Sommer in uns. Mhm. Und die sind entstanden, ich habe begonnen mit dem ersten Buch, der unbesiegbare Sommer in uns oder in dir, als ich Leute heute aufgegeben habe. Also als ich die letzte Sendung nach 10 Jahren auf den Tag genau, ich habe immer wieder neue Herausforderungen gesucht, das heißt, ich habe auch immer wieder Jobs
gecancelt, von mir aus. Ich bin aus dem Heute-Journal raus nach 4 Jahren. Ich habe heute Nacht die Nachrichtensendung aufgegeben nach 4 Jahren. Und ich habe Leute heute nach 10 Jahren aufgegeben, weil ich wieder was Neues suchte. Und da habe ich an dem Abend, habe ich meine ganze Redaktion eingeladen und wir haben Abschied gefeiert. Und das war wirklich schlimm für mich, weil das war wie eine Familie. Ich habe 10 Jahre so intensiv, so eng, so viel mit denen erlebt. Und dann habe ich nachts in mein Tagebuch geschrieben, The storm is over. Es hat mich geschrieben, ich habe das gar nicht geschrieben. Natürlich auch ein Sturm, weil ich jeden Tag live und so viele andere Sachen nebenbei und jedes Wochenende noch irgendeine Talkshow. Ne? Und ich merkte, jetzt möchte ich eine neue, etwas in mir. Ich habe wirklich gelernt, auch darauf zu hören, dass ich eine Seite habe, die eben nicht rational tickt, sondern die Intuition ist. Und die hat mich offensichtlich dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einen anderen Rhythmus im Leben. Und das war der letzte Tag, an dem ich Tagebuch geschrieben habe. Ich beginne jetzt erst wieder damit. Und ich merkte, ich möchte etwas anderes schreiben. Und eigentlich bin ich jetzt soweit, die Erfahrung, die ich in der Lebensschule machen durfte, die niederzuschreiben. Mhm. Und da habe ich begonnen, das erste Buch, Der unbesiegbare Sommer in uns, zu schreiben. Und ich habe den Titel geklaut von Albert Camus, weil der so ganz stark mein Leben spiegelt. Mitten im tiefsten Winter entdeckte ich, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. Und das ist ein Satz, da kriege ich bis heute Gänsehaut. Ich habe hier die Gänsehaut. Hat funktioniert. Das war letztlich das, was mich zu einem ganzen Menschen machte. Ich habe so oft den Winter gespürt. Ich habe so oft die Kälte gespürt. Und dieses Alleinsein. Und dieses, wo kann ich mich denn anlehnen? Wenn ich da in Berlin wieder morgens um 2 aufgestanden bin, um zum Frühstücksfernsehen zu fahren und die ersten Schritte des Moderierens lernte und die Leute sich zum Teil lustig gemacht haben über mich. Und ich habe gedacht, ich darf da. Und trotzdem war ich alleine und es war kalt. Und dann habe ich gespürt, das ist ein unbesiegbarer Sommer in mir. Der und Kern der deiner Persönlichkeit eigentlich, oder, Nina? Die hat ja jeder. Mhm. Genau. Das Entscheidende ist ja, dass ich sie entwickle und dass ich ihr Raum gebe. Und dieser Sommer wohnt, also der ist eigentlich immer da. Und dieses zu spüren, dass diese Kraft ist immer da. Du bist eine ganz einzigartige Persönlichkeit. Mhm. Und die lernst du auf deine Weise auszudrücken. Und jeder hat eine andere Weise. Mhm. Und begib dich auf die Suche. Und wenn du mal merkst, es ist vielleicht wirklich nicht der richtige Weg oder du brauchst jetzt einen anderen, dann schlag einen neuen Weg ein. Mhm. So, und dann habe ich eben dieses erste Buch geschrieben und habe versucht, nicht als, ich wollte nicht auftreten als Coach oder als Therapeutin, ich bin das ja nicht, sondern als Mensch, der sehr viel lernen durfte in der Lebensschule, das zu beschreiben. Für mich bist du ein Coach, Nina. Für mich persönlich bist du das geworden. Das sagst du, die ein wirklich professioneller Coach bist. Ich kann dir vielleicht ein paar Impulse geben, wie jeder Mensch dir Impulse geben kann. Das Buch kann ich auf jeden Fall auch. Also das kann ich nur bestätigen. Ja. Ich hatte halt so viel gelesen und so viel, habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt und habe versucht, das alles, was ich da in der Praxis für mich herausziehen konnte, einzubauen. Und das Buch war halt sehr erfolgreich. Mhm. Und dann habe ich das zweite Buch geschrieben, das ein bisschen anspruchsvoller ist. Sei du der Leuchtturm deines Lebens, weil ich mir bewusst wurde, diese Bewusstseinsentwicklung, die wir alle, die Chance, die wir haben, diese Bewusstseinsentwicklung zu machen, die ist von einem ganz, ganz großen Blockierer häufig verlangsamt, vielleicht sogar manchmal richtig blockiert, und das ist das Ego. Dieses, was da in mir ist und was da in mir spricht, ist häufig nicht meine Seele und nicht meine Intuition, sondern das ist das Ego. Das ist eine ganz andere Seite in mir, die sich verselbstständigt und die mir irgendetwas sagt. Und da ist mir Viktor Frankl, dieser Psychiater, von dem ich so viel gelernt habe, sehr hilfreich gewesen, der diesen Satz geprägt hat: Du musst dir von dir selbst nicht alles gefallen lassen. Mhm. Also ich bin dann sozusagen auf eine Stufe höher gegangen und habe geguckt, was blockiert mich, hat mich auch in meinem Leben häufig in meiner Entwicklung blockiert, und das ist das Ego. Mhm. Und der erste Teil dieses Buches dreht sich darum, überhaupt mal zu erkennen, was da in mir
plötzlich agiert. Welche Gedanken einfach sprudeln, ohne dass wir sie überhaupt mal bewusst wahrnehmen. Ganz das finde genau. ich so schön in dem Buch, wie du aber auch ganz klare Strategien aufzeigst, aus diesen Gedanken strudeln, aus diesem Unbewussten ins Bewusste zu kommen. Das ist ganz schön. Ja, aber es ist noch mehr. Ja, also es sind mehr. Wirklich Reflexe. Es sind tiefe Reflexe, die in mir wirken, die ein altes Muster bedienen, nämlich wenn ich mich besser fühle als andere und wenn ich mich toller und schöner fühle als andere, dann verdecke ich den Mangel, den ich eigentlich tief spüre. Ja. Und das ist, weil ich nie gelernt habe, also ich habe es gelernt, aber dieser Reflex ist ein sehr tiefer. Und das habe ich versucht auch zu beschreiben, dass das schon in der Schule da war. Wenn ich mich besser fühle als andere und andere niedermachen kann, dann fühle ich mich größer. Aber eigentlich spüre ich da schon, dass ich es nicht bin. Dass das, worauf es wirklich ankommt, habe ich nicht gelernt. Aber das kann ich damit gut verdrängen. Ja. Also in dem Buch geht es um das. Und dann später, wenn ich ein Bewusstsein entwickeln möchte, das einem ganzen Menschen entspricht, und zwar in der Entwicklungsstufe, auf der sich die Menschheit heute befindet. Und ich gehe davon aus, dass wir uns tatsächlich in einer Aufwärtsspirale befinden, wenn wir die Chance wahrnehmen. Dann braucht es wirklich eine Balance unserer beiden Gehirnhälften, der linken und der Hälfte der rechten, der Ratio und der Intuition und der Spiritualität. Und wie ich das zusammenbringen kann und diesen neuen Weg, auf dem sich schon viele Menschen befinden, aber leider noch nicht genug, um diese Welt zu retten, wie ich das entwickeln kann, darum geht es in dem Buch. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Es war deshalb auch nicht so erfolgreich, weil es vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll ist. Und trotzdem sehr, sehr empfehlenswert. Und dein letztes Buch, das erscheint bald. Also, dein drittes. Also das dritte Buch, also aus dieser Reihe sollte ein Buch als drittes kommen, das heißt Die Freiheit der Jahre, Chancen des Alterns. Also wie ich mich mental so befreien kann, dass ich den körperlichen Verfall, dem ich ausgesetzt bin, zum Teil sogar den mentalen Verfall, dass ich den so integrieren kann in Weisheit und Tiefe, dass ich das Alter als ein ganz großes Geschenk erleben kann. Und während ich also dabei war, dieses Buch zu entwerfen, habe ich den Stammzellenexperten getroffen, der so spannend davon erzählte, was in unseren Zellen physiologisch passiert, sodass wir altern, sodass ich das erste Buch Altern wird heilbar geschrieben habe. Dann das zweite, Verjüngung ist möglich. Das ist kein Quatsch, sondern es ist so, wenn ich bestimmte Lebensstilfaktoren ganz konsequent umstelle. Und das dritte Buch, das in dieser Reihe kommt, da geht es um Stammzellentherapien, Gentherapien, da geht es um Medikamente, Plasmafaktoren, die ich aus dem Blut entferne, etc. Also das ist richtig populär Wissenschaft der Zellbiologie. Das ist meine linke Seite. Ja. Und das hat mich so fasziniert, dass ich in diesen Bereichen jetzt total unterwegs bin und das wahnsinnig gern mache. Aber die andere Seite will ich nicht vergessen. Ja, und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du diese andere Seite heute in dieser Podcast-Folge so sehr mit uns allen geteilt hast. Und herzlichen Dank, Nina, für deine Zeit, für all deine Erfahrungen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Eltern ganz viel mitnehmen konnten. Und ja, freue mich schon wieder auf unseren Austausch ganz, ganz bald. Und an alle... Beziehung vielleicht. Genau, über die Hundeerziehung reden wir dann. Aber ich danke dir für deine so wertvollen Impulse. Danke, dass du mich auch immer mal unterbrichst in meinem Redefluss und immer genau an den Stellen, an denen der wichtige Link zum Verstehen der Lebenskunst zu finden. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne, Nina. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.